Wir haben hier ein Aluminiumpanel für Sie vorbereitet, wo wir einmal die Klebetechnik zeigen wollen, der ein ganz wichtiger Schritt ist. Da fängt der Ralf jetzt einfach mal an. Das Ganze funktioniert also hier mit einem Schmelzkleber. Wir müssen die Fläche reinigen, bringen dann die Pads auf. Die brauchen circa 2 bis 3, 4 Minuten zum Abkühlen und dann können wir da Zugkraft aufbringen. Der Grund, warum wir das machen, ist, um auch beim Ausbeulen eine möglichst geringe Beschädigung oder Deformation ins Blech zu bringen. Wir wollen hier großflächig Kraft aufs Blech bringen und auch großflächig die Deformation reduzieren, um dann mit der Schweißtechnik weiterarbeiten zu können. Habe ich das richtig gesagt, Ralf? Ja, soweit so gut. Guten Morgen zusammen. Wie der Herr Paschke Ihnen gerade schon gesagt hat, möchte ich Ihnen jetzt hier demonstrieren, wie wir mit der Klebetechnik hier arbeiten. Was ich dazu sagen möchte, zu dem Reinigen und auch vom Vorbehandeln her, im Prinzip soll das Fahrzeug oder auch das Bauteil abklimatisiert sein. Das heißt einfach auch auf Umgebungstemperatur und auch zu dem Thema Reinigen. Ich möchte einfach noch mal dazu erwähnen, dass man hier nicht irgendeinen Reiniger nimmt oder einen Reiniger, den man gerade noch in der Werkstatt stehen hat, fürs Lämmoniden zum Beispiel, weil wir hier einfach wirklich eine Reinigungsfunktion haben, keine Anlösefunktion. Und vorgereinigt habe ich es jetzt schon und jetzt möchte ich halt dazu übergehen, dieses Klebepad aufzutragen bzw. aufzukleben. Und lass mich mal loslegen. Mach das, genau. Wir haben ja jetzt in dem ersten Schritt nur 10, 11 Minuten, wollen uns dann noch das Auftragen von dem 2K Zinnersatz anschauen. Dann möchte ich hier dazu erwähnen, wie Sie ja letztes Jahr schon mitbekommen haben, bin ich in Schwabe. Leider muss man auch hier an dieser Stelle wieder sagen, hier darf man nicht schwäbisch denken, das heißt, hier muss man wirklich sehr viel Material auftragen. Hat einfach auch den Grund, dass wir die Elastizität haben. Und zum anderen, dass wir nachher auch den Kleber wieder von dem Klebepad besser wegbekommen. Vom Aufbringen her, sage ich immer dazu, ist es eine Charakteristik-Sache, ob wir jetzt dieses Klebepad quer oder in Längsrichtung machen. In diesem Fall entscheide ich mich jetzt hier, dass wir in längs der Kante das Ganze aufsetzen. Schlussendlich kommt es immer auf den einzelnen Schadensfall drauf an, also gibt es keine Musterlösung dafür. Das muss man einfach die Erfahrung damit sammeln im Endeffekt. Und in der Zeit, wie jetzt der Kleber hier abkühlen wird, drehen wir dann das Panel mal um und schauen uns das Ganze an, wenn man dann direkt die Schweißbits aufbringt. Da haben wir schon mal 2 Stellen blank gemacht. Es ist hier besonders zu beachten, dass wir auf eine sehr feine Kante aufschweißen. Und da kommt es darauf an, dass wir das Medium, was wir aufbringen, in dem Fall die Bits, dass sie dementsprechend auch fein sind. Wenn wir jetzt hier zu grobe, zu große Bolzen auf die Kante aufbringen, ziehen die Kante, stellen uns die wieder, dann ziehen wir die Kante flach. Und auch hier arbeiten wir mit einer sogenannten Hubzündung. Das heißt, wir bringen wenig Wärme in das Material und wir haben eine Oberflächenschweißung, weil wir wollen ja keinen permanenten Kabelhalter oder Bolzen anbringen, sondern das Ganze nur zum Ausbeulen nutzen. Ja. Auch an dieser Stelle wieder, wir haben auch hier die gleichen Systeme, das heißt auch hier wie bei Stahl, das heißt einmal die geraden gedrillten Bits. In diesem Fall hier für die Kante werden wir die gedrillten aufschweißen. Hier unten für so eine Einzelbeschädigung werden wir hier den geraden aufschweißen. Und da werden wir jetzt hier loslegen. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich kommentiere das mal, dass du frei arbeiten kannst. Wichtig ist aufgrund der Hubzündung, dass man sich 90 Grad zum Blech ausrichtet und dann sich auf dem Stativ abstützt, damit wirklich das Mundstück und der Bit die gewissen Millimeter abheben kann zum Lichtbogen ziehen. Was ich von der praktischen Seite dazu erwähnen möchte, wir haben immer wieder das Problem, einfach auch, dass viele immer ein Problem haben von der Handhabung. Ich sage immer, das ist eine Übungssache und vor allem ist es wirklich, wie du richtig gesagt hast, wirklich sehr wichtig, dass man die Pistole gerade aufsetzt und in der Praxis ist oftmals das Problem, wir sind in Zwangsposition. Hier haben wir eine gerade Fläche in Anführungszeichen, aber schlussendlich im Auto ist doch wieder eine andere Sache und da muss man sich halt auch dementsprechend das Ganze angewöhnen oder einfach auch antrainieren und das geht nicht anders, keine Chance. Okay, dann schauen wir dir zu, wie du die Kante noch aufschweißt. Wichtig ist oder zu beachten bei dieser ganzen Technik, wir wollen ja einen Schaden ausbeulen. Das heißt, dieser Schaden hat Sicken, der hat verschiedene Deformationen und wenn man jetzt hier mit der Bolzentechnik arbeiten würde, was manchmal auch durchaus Sinn macht, das ist nicht so, deshalb kann das System beides, dass man auch bei der Reparatur mit Bolzen arbeitet, nur der Bolzen hat ja eine Spitzenzündung, wenn ich den jetzt in eine tiefe Deformation setze, dann bekommt er eine Fehlzündung am Rand und dann haben wir schon wieder keinen kontrollierten Schweißprozess. Also Prozesssicherheit bei der Reparatur ist hier ganz wichtig.
Ist natürlich was, wir sicherheitstechnisch hier nicht vergessen haben. Für die Herrschaften, die drumherum stehen, in dem Moment, wenn wir uns Aufschweiß- bzw. Schweißfunktion haben, sollen nicht die Herrschaften hier die Augen bitte zumachen, damit sie nicht Mittag mit verblitzten Augen hier rumlaufen. Wir sind ja nicht beim Medizinerkongress, sondern bei den Karosserietagen, da weiß das sowieso jeder. Ralf, jetzt musst du dich ein bisschen beeilen, dass wir das dann noch sehen, weil wir wollen ja auch noch zum Herr Biegel und zum Richard rüber schwenken. Also man sieht, das Ganze geht auch wirklich sehr zügig von der Hand. Das möchte ich auch mal dazu sagen. Man sagt ja immer, man muss hier schnell arbeiten, ist schon richtig. Aber das Problem ist einfach auch da dabei, man muss aufpassen, wenn man die Verschweißung hier macht, dass man einfach das Material ganz kurz noch abkühlen lässt. Weil dann einfach sonst die Gefahr ist, dass wir hier den Bit schon wieder einen Teil rausreißen. Ne? Das ist einfach eine Sache. Okay, Ralf, ich würde vorschlagen, du schweißt weiter und wir gehen rüber zu Richard und Herrn Biegel. Schauen uns mal das Auftragen der zwei Komponentenmasse von Henkel Terroson an. Dazu gebe ich das Mikrofon weiter an Herrn Biegel. Vielen Dank, Herr Paschke. Von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen. Was der Richard Wolfram und meine Wenigkeit jetzt tun werden, ist ganz einfach, das verunfallte Bauteil mit einem sogenannten Schwemmzinn zu bearbeiten. In erster Linie muss natürlich hier diese rückverformte Fläche gereinigt werden. Wir nutzen dann ein sogenanntes Bondereit 1455 Vibes. Das ist ein Material, sind Tücher, die gedrängt sind. Das wird aufgetragen. Man sollte hier darauf achten, dass diese Fläche ca. eine Minute feucht bleiben und man bringt somit eine Konservierungsschicht auf, eine Passivierung der Oberfläche, dass ganz einfach diese Sauerstoffmoleküle an die Oberfläche nicht andocken können. In Verbindung mit einem organischen Klebstoff verbessert man enorm den Korrosionsschutz. Was hier zu beachten ist, das Material ist sehr sauer eingestellt. Infolgedessen sollte das innerhalb von 15 Minuten mit irgendeinem Kleb- oder Dichtstoff benetzt werden. Was wir als Schwemmzinnersatz verarbeiten, ist das Terrocal 5010 TR. Das ist ein Material, ein Zweikomponenten-Epoxidharz als Schwemmzinnersatz. Wir kennen all die alten Systeme, die erste Generationen, die sehr, sehr viel Blei beinhaltet hatten, ist natürlich ein Schwermetall gesundheitsschädlich. Die neuen Schwemmzinnersatzmaterialien sind nur sehr schwer verarbeitbar. Dieses Material, ein Zweikomponenten-Epoxidharz, ist sehr einfach zu verarbeiten. Was der Richard hier jetzt zeigt, ist das Andrücken der Kartusche. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass wir das richtige Mischungsverhältnis generieren können. Infolgedessen wird die Kartusche in die Pistole eingelegt. Die Kartusche wird angedrückt, bis beide Komponenten ausfließen und dann erst wird das Mischrohr aufgeschraubt. Jetzt kann man sich hier an der Pistole die Fließgeschwindigkeit einstellen. Sie sehen das schon, wie das Material in dem Mischrohr vermischt wird. Natürlich ist auch beim Zweikomponentenmaterial die Durchmischung eine sehr, sehr wichtige Komponente. Dieses System ist natürlich sehr einfach, weitaus besser, wie wenn Sie zum Beispiel zwei Behältnisse bekommen und müssen dann Volumen oder Masse gesteuert hier entsprechend abwiegen und vermischen. Wie man hier sehr schön sieht, das Material ist sehr einfach aufzutragen. Und wenn ich mir den Spaß erlauben kann, man kann das sogar mit dem weißen Hemd verarbeiten. Ja. Was wir gestern schon gemacht haben, das sehen Sie hier auf der rechten Seite. Wir haben hier rechts schon mal Material aufgetragen, um ganz einfach diese Kante zu modellieren als Angleich zu der Tür und werden nun die untere Kante modellieren. Tragen hier Material auf und das Material lässt sich verarbeiten wie ein klassisches Spachtelmaterial. Das Material ist sehr cremig, man kann das Material sehr schön verziehen und kann damit natürlich auch gewisse Fehlstellen entsprechend ausmodellieren. Was uns hierzu noch entgegenkommt, ist ganz einfach der Faktum, dass wir eine sehr, sehr lange Topfzeit haben. Wir haben bei diesem Material eine Topfzeit von ca. 60 Minuten. Nach dem Auftragen und Modellieren ist es möglich, bei Raumtemperatur auszuhärten. Da benötigen wir ca. 24 Stunden. Empfehlenswert ist es natürlich, hier einen Wärmestrahler zu Hilfe zu nehmen. Hier kann man so als Faustregel sagen,
Bei einer Stunde, 60 Grad, ist das Material voll durchgehärtet und kann dann sehr schön abgeschliffen werden mit einem Schleifer. Oder man kann hier auch einen Karosseriehobel nehmen, wie wir es von der klassischen Seite her kennen, von der Zinnverarbeitung. Der Richard wird es jetzt hier etwas ausmodellieren. Wir nehmen dann einen Wärmestrahler zur Hand, härten das Material aus und in der zweiten Session werden wir dann zeigen, wie wir das Material schleifen können. Vielen Dank. Und ich gebe wieder weiter an den Herrn Paschke. Ja, wie schon erwähnt, aus Zeitgründen werden wir dann auch das Ausbeulen in dem zweiten Durchgang durchführen. Dann können wir auch sehen, wie weit der Richard gekommen ist, wie das Material schleifbar ist. Und dann gebe ich zurück an Herrn Wenz.